Ja, Richard, du guckst dir, was das nächste Rezept sein wird, das wir gemeinsam machen. Wir müssen sie nicht erst anbauen und ich habe sie auch schon geerntet. Das ist schon einmal gut. Es ist mir wichtig, dir mal zu zeigen, wie Salat auch richtig geputzt wird. Also das ist der Kopf und du siehst, ich habe auch Schnecken im Garten, die dürfen da auch hin. Das heißt, Ja? keine Chemie dran. Der ist ja am allereinfachsten. Da schneidet man unten, da, schau, da kommt schon Ohrenhülle. Den gehen wir dann mit dem Salat mit raus. Den schneidest du einfach mal hier unten ab. Und dann Genau. wird er hier mal so auseinandergenommen. Oh, das Und du ist. siehst, der ist sehr kraus, der hat da kann viel Schmutz rein. Den Ja. nehmen wir, den muss gewaschen werden. Und wichtig ist aber, dass der Salat gewaschen wird, bevor er weiter zerkleinert wird. Warum? Was hast du eine Idee, warum das so ist? Ja, lieber was sauberer schneiden als was noch mit Erde und sonstigem, Ja, oder? und das Problem ist, wir essen ja auch Salat, damit wir möglichst viele Vitamine haben. Und je mehr der zerkleinert ist und du wäschst ihn hinterher, Dann wäscht man das schon raus. wäscht man Jetzt die habe ich Vitamine raus. Und bei dem Kopfsalat ist auch so, da macht man einfach diesen kreisrunden Schnitt und den Strunk raus. und den Strunk raus und dann zerfällt der Salat im Ganzen. Und ich wasche ihn jetzt und ich werde ihn zweimal waschen müssen, weil er wirklich ja, auch Ja, wenn es langsam eigentlich ankommt. regnet und so Platzregen, Ja, dann frisst das die Erde natürlich wieder hoch. aber es ist mir halt einfach wichtig bei meinem eigenen Salat, dass da nichts hinkommt, dass ich die Schädlinge auch leben lasse draußen im Garten. Das sind ja nicht Schädlinge, sondern die sind ja an anderer Anmachen. Stelle auch wieder Genau. nützlich und ich habe sie gerne im Garten. Und den Vorteil habe ich halt im eigenen Garten, dass ich das selber bestimmen kann, wie ich das haben möchte. Ich wasche ihn einmal durch. Manche machen auch denken, sie tun sich leichter, wenn sie jetzt dann Blatt für Blatt unter dem fließenden Wasser abwaschen. Was, da braucht man Wasser und was? Da braucht man Wasser ohne Ende, das ist eine große Wasserverschwendung, also das finde ich überhaupt nicht lustig. Und man bringt es auch wirklich nicht so weg, als wenn man das Ganze da drinnen mal so wedeln kann. Ich wische da Waschen gleich im noch Wasserbad ist besser als im duschen. stehenden Wasser auch alles genieße eigentlich. Den anderen tue ich da noch rein. Aber wir wollen ja gleich weiterverarbeiten. Drum geht man in die Salatschleuder. Die gebe ich dir mal schnell, dann kannst du den Salat rein tun und kannst ihn schon mal schleudern und ich wasche die zweite Portion. Wenn er warm wird, dann habe ich zu lang gedreht. Aber es dürfte. Haben wir ja die ganzen Salate praktisch. Man zerteilt ihn jetzt und wenn er so einen dicken Strunk hat, dann nimmt man ein Messer und schneidet den Strunk in der Mitte mal durch. Entlang des Strunks. Entlang der Strunks. Ja. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist heute der heißeste Samstag des Jahres. Jawohl. Darum habe ich mir gedacht, so ein schöner Salat ist eigentlich genau das Richtige. Den Rest zerkleinere ich jetzt nämlich noch nicht. Den zerkleinere ich erst dann, wenn wir auch wirklich essen. Und dann nimmt er im Kühlschrank immer sehr viel Platz weg. Ja. Das geht mit Endivien-Salat genauso wie mit dem Kopfsalat. Den kann man in eine Tüte, eine Gefriertüte Wahrscheinlich. reingeben. Wenn man einen Moment stehen lässt, dann sammelt sich unten das Wasser, dann kann man es auch so an der Seite rausgeben. Lassen. Und was jetzt für den Salat überhaupt so ein Problem ist, wenn man sich den mal zur Brust nimmt Also richtig zusammendrückt. und drückt und dann hier mit dem Gummi oder was zumacht, der verträgt das und in den Kühlschrank legt. Denn für den Salat ist ganz gefährlich der Sauerstoff, der hinkommt und das Licht. Beides, okay. Beides. Und das macht dem gar nichts, wenn man den ein bisschen so Ja, drückt. voll. Und dann hat man Platz Im und Kühlschrank. im Kühlschrank, weil wenn man in der Salatschleuder in der großen Schüssel lässt, dann kommt unheimlich viel Sauerstoff hin und dann werden die Stimmt. Blätter sehr schnell braun. Und dann schmeckt es schon nicht, wenn man hinschaut. Und so haben wir ein handliches Paketchen Salat, das wir jetzt Gut. da reinlegen. Du darfst den Salat auf die Platte nehmen. Und wir werden die kleinen Tomaten nehmen. Kochen ist irgendwie ein bisschen Kunst. Da kann man sich richtig kreativ ausdrücken. Genau. Der Chefsalat, den ich ausgesucht habe, der ist ja einfach ein Salat zum Sattessen. So. Und schau, wie stolz ich bin. Ui, Die ersten Gürkchen aus dem Garten. Und ich finde es fast schade, wenn man die komplett schält, aber es ist auch schwierig, dass die Schale ist halt auch hart. Und ich mache dann immer diese Zebragurken. Ich mache bloß jedes zweite Mal.
schäle ich weg. Sieht nach Gurken. Ja. Ja, wenn man so sieht, dann versteht man es. Und das kannst du mit dir auch machen? Zebragurken. Schon so essen Kinder auch gerne Gurken oder wenn du... Ja, ja, freilich, das wird man was. Oder wenn du Vollkornnudeln und normale Nudeln miteinander verwendest, genau. Dann sind das auch Zebranudeln und dann... Das ist gleich was anderes. Als wenn man sagt, heute gibt es Vollkornnudeln. Sollen wir da oben noch was abschneiden? Das kannst du noch abschneiden und wir schneiden jetzt sowieso die Gurke klein. Ui. Scheiben oder Würfel? Ja. Ich mache gerne Würfel. Aha. Einmal der Länge nach, das ist der Tunnelgriff, weil da das Messer da in einen Tunnel reinfährt. Ah, okay, machen wir auf. Und gut. Dann nochmal mit dem Tunnelgriff. Und dann nimmst du das quer und machst dir so Würfel. So, was wir fertig haben, das verstreuen wir gleich. Wieder schön. Da oben drauf. Also ich sehe schon, wo so schabert, das wird das nächste. Da legst du dann Ehre ein, wenn du Weihnachten oder zum Geburtstag mit so einem Geschenk kommst. Da. Also ich mag es halt deswegen so gern, das Brett ist halt dann auch sauber, ne? Man muss da nicht immer rumhantieren. Die kleinen Tomätchen entweder im Ganzen oder auch halbieren, ne? Halbieren würde ich sagen. Ja, dann darfst du dir den Rest runterholen und halbieren. Zwiebel für unseren Salat. Das Mal habe ich eine rote Zwiebel genommen, die ist einfach milder im Geschmack und macht auch farblich noch mal was her. Kannst du die schon selbstständig schneiden, Rika? Wenn Blut fließt, fällt es bei der roten Zwiebel nicht so auf. Wird super. So, also. Mit dem Schaf. Das stimmt, mit der roten Zwiebel ist gleich was anderes. Gleich nochmal eine andere schöne Farbe, ne? Genau. So, was wir jetzt auf unserem Salat noch drauf haben, was so bei uns in der Familie, wenn Salat zum Sattessen ist, sehr gerne gegessen wird, das ist immer Mais. Den mögen eigentlich alle sehr gern. Alternativ dazu könnte man natürlich auch die Kichererbsen nehmen. Das ist auch ein ganz wertvoller Eiweißträger, hat nochmal viele Ballaststoffe. Also wäre auch eine Alternative. Ich habe jetzt heute den Mais aufgemacht. Ich glaube aber den halben, wenn es drauf gibt, reicht. Und was auch bei uns so gern auf dem Salat gegessen wird, ist Thunfisch. Normalerweise ja, haben wir, also kein fränkischer Thunfisch, haben wir nicht. Aber ich finde, man kann unsere eigenen Zutaten, die wir haben, immer wieder... Ja, der Thunfisch ist immer ganz prägnanter Geschmacksträger. Und ist einfach auch, hat die wertvollen Öle vom Fisch, ne, die wir einfach brauchen auch. Den kannst du auch noch drauf verteilen. Wir haben ja viele Produzentinnen und Produzenten in der Landwirtschaft. Da haben wir auch im Landkreis wirklich viele, die jetzt in Hühnerhaltung nochmal investiert haben und die hier freilaufende Hühner haben. Sind die Bauwägen, die draußen rumstehen, ne? Sind zum Teil die Bauwägen. Wir haben jetzt aber auch noch einmal eine größere Stallung in Forst, die da eröffnet hat. Oder die Familie Dasch in Schwebheim, die auch diese Freilandeier haben. Also es ist einfach schön. Ja, ich freue mich immer, wenn Landwirte auch eine Nische finden, wo sie Geld verdienen können. Das muss man einfach sagen. Vor allem die Bürgerinnen und Bürger das umsetzen, auch sehen, was sie bei Meinungsumfragen immer kundtun. Genau. Da wird es immer jeder alles und dann hinterher. Aber das ist gut. Und das gibt es natürlich in ganz Mittelfranken. Ja, genau. Schälen wir die zwei Eier noch, geben die Eier oben drüber. Also das Rezept ist ausgelegt für 4 Personen. Du siehst das zum Sattessen. Wir wollen jetzt schon ein bisschen Spaß haben und dann zeige ich dir... Wie man die Eier, entweder macht man nur Scheiben mit dieser Eierharfe oder man macht Würfelchen, dann hast du sie einmal geteilt und teilst sie nochmal. Oh. Und dann hast du Eierwürfel, die du hier so drüber verteilen kannst. So, und jetzt hole ich mir die Waage nochmal her. Jetzt machen wir nämlich noch das Dressing oben drauf, wenn du soweit bist. Ah, das so, 150 Gramm Joghurt, das kannst du 150 Gramm Joghurt. Das kannst du eigentlich du reinmachen. Wir hätten hier noch Käse, den habe ich jetzt übersehen. Aber ich glaube, wir haben so viel Salat drauf. Ja, also, das reicht. Man kann es ja individuell auch. Man kann Mozzarella, einen Bergkäse, einen Emmentaler, was einem gut schmeckt, kann man da alles reintun. Und für die Südurlauber noch ein paar Oliven. Auf jeden Fall. Also 100. Oh, jetzt habe ich zu viel. Das macht gar nichts. Das ist gut. So, dann brauchen wir zwei Löffel Ketchup. Mein Ketchup habe ich auch schon irgendwo gehabt. Das ist auch so.
Wenn man mal die Wurstdeckel nimmt, für das Ketchup braucht, würde ich nicht wundern, wenn man es nicht findet. Bayerisch-weiß-blauer Ketchup. Also, Tomaten sind die Hauptfrucht, die ich in meinem Garten anbaue, weil ich liebe sie einfach. Und dann mache ich auch mein Ketchup selber, wenn ich Tomatenschwämme habe. Stimmt. Ja, Tomatenmark dann auch zu Ketchup verarbeitet. Dann brauchen wir 2 Esslöffel. Dann brauchen wir 1-2 Spritzer Tabasco. Und die Schärfe. Dann ein bisschen Zitronensaft. Können wir ruhig inzwischen nehmen. Ich denke, die halbe Zitrone ist gut für die Masse da. Der Zitronensaft ist immer nicht ganz so, ja, so sauer, wie halt der normale Essig wäre. Dann brauchen wir noch 2 Esslöffel Öl. Da haben wir das gute Rapsöl aus dem Landkreis. Aus dem Landkreis? Aus dem Landkreis, ja. Sollte ich schon für Puschwabach Werbung machen, aber nein. Ich bin heute ein bisschen ruhiger. Anders aus dem Landkreis, da ist dann da Eichbad Wenzheim. Und auch die Frankenlandmilch und Butter und Sahne oder der Mozzarella, da liefern bei uns zum Beispiel die Kollegen aus Goldhofen drüben. Meine Kollegin, die Petra Traber, die liefert da nach Würzburg in die Molkerei die Milch. Und dann gibt es das. So. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Salz und Pfeffer. Das ist hier ja praktisch alles da. Du darfst jetzt, möchtest du ein bisschen Pfeffer drauf reiben? Gib einen Teelöffel Salz rein. Das mache ich gern, Pfeffer. Ja. Mühle drehen. Und was ich immer noch ganz gern mache, ist, dass er da ein bisschen Wasser dazu gibt, weil mir das immer ein bisschen da, zu dick wird. Mit dem ja. Und jetzt shaken wir uns nämlich. Ah. Mit dem Deckel drauf. Kriegst du da ganz schnell eine schöne Marinade und man kann, ja, es gibt verschiedene Gefäße, entweder nimmst du ein großes Glas oder nimmst du eine Flasche oder sowas mit einem Korkverschluss. Ja, sowas hat man immer in der Küche einmal, da muss man halt und so, aufheben. So, ne? Genau, ich hab zum Beispiel auch sowas immer fertig in meinem Kühlschrank stehen, das habe ich mir schon angehört, wie die Kinder noch kleiner waren, wenn der Salat da ist und die Marinade da ist, dann wird Salat gegessen. Ja. Wenn nur Salat da ist und die müssen erst eine Marinade machen, dann wird keiner gegessen. Und von daher kann man sich aber auch in so kleineren Gläsern verschiedene Marinaden machen. Es gibt ja auch ein gutes Senfjoghurt-Dressing. Ne? Genau. Und kann dann eben die doppelte Menge machen, das Glas voll machen und kann es in den Kühlschrank stellen und hat immer verschiedenes Dressing und jeden nach seinem Geschmack da. Noch frische Salatkräuter. Was haben wir da alles heute im Angebot? Ach, das kannst du gar nicht alles. Also das kennst du, also diese stachelige. Das ist der Boretsch. Der ist, wenn du da hinlangst, meint man nicht, dass man essen kann. Ja, stimmt. Ist ein tolles Salatkraut und hat dann auch noch den Vorteil, dass er diese tollen Blüten hat. Die lieben die Hummeln über alles. Schauen aber auf jedem Dessert und auch auf jedem, ja, das glaube ich auch. Ne, auf jedem Gericht einfach gut aus. Also der Boretsch, ich habe den Dill. Also mein Garten steht wirklich... Ja. Wir haben ja gemeinsam Kräuterbeet angelegt, das ist jetzt so richtig schön zum Ernten. Dill ist, denke ich, Gurkenkraut, ja. Ist für die meisten bekannt. Ich habe einen ganz profanen Schnittlauch hier. Kennst du diese gefiederte Dame? Oh, hm. Hm. Aber selten getroffen bisher. Das ist die Pimpinelle. Was für Ding? Pimpinelle heißt die. Ein tolles Salatkraut auch. Dann nehmen wir ein bisschen was dazu. Wir nehmen von dem Boretsch was, wir nehmen von der Pimpinelle. Oben drüber streuen. Das und das ist auch eine gute Mischung. Mache ich auch manchmal, wenn ich meinen Salat dann in die Tüte tue, dass ich gleich die geschnittenen Salatkräuter mit rein tue. Weil dann ist alles beieinander. Dann ist alles beieinander und ich bin mir auch wieder sicher, wenn jemand anders das nimmt, dass der dann auch Kräuter hat. Das ist ja wirklich ein Kunstwerk. Das ist ein toller Salatkräuter. Ja, wunderbar. An dem heißesten Samstag des Jahres. Wow.